Das war ein wirkliches Gesamtkunstwerk, diese Art Club. Wir waren sehr befreundet und wir haben verfolgt die anderen Künste, vor allem die Musik und die Literatur. Ich weiß, dass meine Kontakte mit den bildenden Künstlern dort teils entstanden sind, teils aufgeblüht sind. Ich war sozusagen befreundet mit dem Hutter. Ich war mein Leben lang und sein Leben lang befreundet mit dem Kurt Moldovan. Es ist schrecklich schade, dass er nicht mehr da ist. Es war der Vorschlag von Moldovan, dass ich zu den Ausstellungen vom Art Club Musik machen soll. Und zwar zunächst war an meine eigene gedacht. Also in der ersten Zeit des Art Clubs habe ich verschiedene Konzerte mit eigener Musik gemacht, unter Beteiligung weniger Mitwirkender. Vor allem frühzeitig ist Friedrich Zerha als Geiger dazugestoßen, der dann eben auch als Komponist hervorgetreten ist. Die Leute, die also im Strohkoffer verkehrt haben, die haben sich eigentlich für die wirklich großen Leute der österreichischen Avantgarde in der Malerei und in der Musik und Bildhauerei also wahnsinnig begeistert und haben versucht, sich das Wissen und die ganzen Strömungen gegenseitig beizubringen. Ich kann mich erinnern, dass ich also sehr viel Zwölftonmusik, also meinen Freunden Fuchs, Lemden, Hundertwasser, Mickel, Holleger, also mit Mickel haben wir also viele Nächte lang diskutiert, dass ich dann versucht habe, diese ganze Technik, dass die Herstellungsweise mitzuteilen. Und in dieser Hinsicht haben wir uns also gegenseitig sehr inspiriert und es war eine wirklich sehr schöne Zeit. Der Art Club ist manchen bereits zu ästhetisch geworden und zu wenig revoltierend und da hat sich der Fuchs, der Rainer und der Brauer, ich, noch ein paar andere, Kudronowski auch, von den Ästheten abgespalten. Die Hundsgruppe, soweit ich mich jetzt erinnere, war irgendwo eine Reaktion auf den Art Club. Die Hundsgruppe hat es gegeben im Jahr 51, also in demselben Jahr, wo der Rabe entstanden ist. Und da, zu dieser Zeit, war der Art Club bereits in Auflösung begriffen. Er ist zwar dann erst nominell, glaube ich, im Jahr 53 aufgelöst worden, aber die ersten Verfallserscheinungen hat es schon gegeben im Jahr 51. Und ich glaube, soweit ich das jetzt also irgendwie kunsthistorisch zurückverfolge, es war auch irgendwie der Protest der Gegenständlichen gegen die Abstrakten. Und das war so. Das waren ich habe mehr frequentiert natürlich die Bildhauer. Die Bildhauer waren Leifelner, Bilger, Bertoni. Die haben immer zusammengestellt. Das war ein Außerzeiterbetrieb, praktisch. Die haben nicht gestritten, weil die waren die drei. Niemand ist hineingekommen. Und dadurch die drei, da war schon fix und fertig, die stehen auf. Dadurch, das ist keine Streiterei. Bei den anderen, das war so. Das war die Gruppe von den sogenannten, nachher genannten Wiener Fantastiker, die keine Fantastiker war oder wie. Jedenfalls, da war der Ausner da und der Ausner war die Persönlichkeit von diesen Leuten. Der war der Älteste, der hatte Erfahrung. Ich habe damals in einer Rede zum Jubiläum des Art Club gesagt, es war eine Art Club und das ist sehr belacht worden, denn auf dieses Wortspiel ist 10 Jahre lang niemand gekommen gewesen, das ist ein geflügeltes Wort geworden. Es war eine Art Club, das war sehr Schönes, denn es war nicht starr, aber es war natürlich wie alles Österreichische sehr desorganisiert. Man hat nie genau gewusst, wer eigentlich wofür verantwortlich ist und wie die Veranstaltungen sind. Und daran ist es leider allmählich, wie alles Bedeutende in Österreich, auseinandergefallen. Alfred Schmeller. Es rieselt im Gebälk des Artclubs. Im Gebälk des Artclubs kracht und rieselt es. Man greift zum Sie wie zu Duellpistolen.
Wird sich der Artclub noch einmal aus der Agonie aufraffen oder wird er in Schönheit sterben? Es ist weder Grund zu frohlocken, noch eine Leichenbittermine aufzusetzen. Der Art Club war kein Verein. Es war eine lockere Gruppe von Ego-Ipso-Egoisten, die jeder Vereinsmeierei abhold, im Laufe der letzten Jahre sich zu schöpferischer Selbstständigkeit entwickelt hatten. Was blieb und was bleibt, ist der unfassbare Geist dieser Gruppe. Eine einmalige Ausprägung eines weltoffenen, vorurteilslosen, hyperkritischen, hyperindividualistischen, intoleranten, inkonsequenten, unfanatischen, exklusiven, beweglichen, künstlerischen Denkens. Alfred Schmeller im Neuen Kurier vom 24. Mai 1955. Ein Schnurzel, lieben, lieben, haben hoch. Ein Schnurzel, Häfen, Hiefen, Hafen, ho. Hä, hä.